Boah, Leute, ich bin so K.O. Es ist, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Ist es schon 22:30 oder so? Auf jeden Fall, ich bin vorhin von der Arbeit nach Hause gekommen und ich bin so kaputt und finde es auch gut, dass es euch hier im Telefon gibt. So also kann ich dann auch so ein bisschen quatschen. Ja, anstrengender Tag heute. Um 9, um 8 Uhr angefangen zu arbeiten im MVZ. Viele, viele Patienten gesehen und dann bis 13 Uhr, dann war ich in der Klinik und dann fing es an mit OPs. Und ja, wir sind, also nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen, wir sind vorhin fertig geworden. Es gab Notfälle und die haben auch länger gedauert. Ja, und ey, mein Bauch tut weh, mein Rücken tut weh, mein Kopf tut weh, alles tut weh. Und bin jetzt froh, dass ich zu Hause bin und dass ich mich jetzt hinlegen kann. Und es war so heftig. Es war total windig draußen gerade und es hat auch sehr, sehr stark geregnet. Und mein Parkplatz, das ist im Grunde, ja, es gibt so viele Häuser drumherum, viel, und man sieht ja auch so Licht von den Wohnungen, aber trotzdem ist es richtig dunkel auf der Straße. Und dann hast du den Wind und es ist ja richtig windig. Ich wohne ja direkt am Meer. Dann hörst du den Wind. Und dann regnet es auch. Und ich steige aus dem Auto aus und höre dann so ein komisches Geräusch und drehe mich so nach rechts und gucke, okay, nee, da ist niemand. Und denke schon, ich werde gleich hier überfallen. Und auf einmal höre ich auf der linken Seite, guten Abend, und da läuft meine Nachbarin mit dem Hund. Und ich habe mich voll erschrocken, ich habe mich voll umgedreht und so fast geschrien. Und sie meinte, oh nein, entschuldigen Sie. Ich wollte sie nicht erschrecken. Ich meinte, nein, kein Problem, es ist einfach nur doof. Und ich wahrscheinlich auch, weil ich müde und schon fast am Schlafen war, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin. Und ja, und das Wetter auch so komisch und unheimlich draußen, ja, habe ich mich total erschrocken. Auf jeden Fall, bin ich jetzt zu Hause und liege auf der Couch. Und ich habe schon Angst bekommen, dass ich überfallen werde, dass ich dann den kommenden Montag nicht erleben werde. Das ist ganz, ganz schlimm, weil kommenden Montag gibt es eine Sensation bei uns. Ich habe das schon erzählt. Naja, Sensation, das hört sich ja komisch an. Also bei uns im Helios in Cuxhaven. Und zwar, kennst du das Format Frag den Doc? Das produziert Helios mit Doc Caro. Und das ist so ein Format, wo eben verschiedene Kliniken und Abteilungen vorgestellt werden anhand eines Videodrehs oder anhand eines Videos. Und ja, und ich habe dafür gesorgt, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegin und natürlich auch unsere Pressesprecherin von Helios, dass auch bei uns sowas stattfindet. Und ja, am Montag kommt Doc Caro und wir machen ein Video. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich hoffe nicht, dass Helios mich dann rausschmeißt. Ich hoffe nicht, dass es ein Geheimnis ist, aber egal. So viele Follower habe ich auch nicht, dass das jetzt die Runde macht. Auf jeden Fall werden wir über Gefäßchirurgie sprechen, über Notfälle und wer weiß, vielleicht gehen wir auch in den OP. Auf jeden Fall, Leute, ich dachte, ach, da kommt jetzt jemand so mit seiner Handy, so wie ich jetzt das so halte, so, und wird dann eben eine Aufzeichnung machen oder uns dabei filmen beim Sprechen. Und das war's. Nee, 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 so ist es nicht. Es ist richtig professionell. Und zwar, erstmal gibt es ein Skript, ein Drehbuch. Dann gibt es noch, ja, also Drehbuch meine ich einfach, wie das genau ablaufen wird. Und dann gibt es dann noch so ein, ja, wie soll ich mal sagen, ja, so eine Abfolge von der Uhrzeit, von der Zeit, was alles passieren wird. Und dahinter steht dann auch die ganzen Namen von ganzen Leuten, die da mitwirken. Es ist eine richtige Produktionsfirma, die kommen wird. Und dann stehen dann auch so die verschiedenen Namen, wer dabei sein wird. Und ich stehe auch drauf. Und ich stehe auch drauf und warte, ich muss dir das zeigen, weil du wirst es mir nicht glauben. Warte. Ich hoffe, dass du das lesen kannst. Nein, ich zeige das nicht, weil da steht immer Protagonist
Dr. Alexios Spiropoulos. Ich stehe auf dem Drehbuch bzw. auf diesem Zettel als Protagonist. Ich bin Protagonist. Und es kommt auch die Maske. Es kommt noch eine Maske, die werden dann, also mich jetzt sicherlich nicht, aber die Doc Caro bekommt so bestimmt ein bisschen Lippenstift oder so. Und ich sehe mich jetzt schon in der Zukunft auf dem roten Teppich mit dem Oscar in der Hand, wo ich mich dann bei allen bedanke und eine Rede halte und dann auf richtig geile Partys teilnehmen darf. Aber du, ganz ehrlich, ne, wenn ich mal so richtig berühmt werde, du brauchst keine Angst haben. Ich werde immer nett sein, so wie jetzt. Immer, immer. Ich werde überhaupt nicht arrogant. So, Leute, viel geträumt und viel gequatscht gerade. Wochenende habe ich Dienst. Ich muss dafür sorgen, dass, wie viele Patienten habe ich? Ich glaube, so knapp 10, dass die alle über die Runde kommen und dass sie das Wochenende alle überleben. Und klar, wenn ich Dienst habe, passiert nichts Schlimmes. Ich sorge dafür, dass es allen gut geht. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir quatschen. Und ich werde ganz sicher am Montag Backstage hinter den Kulissen filmen. Ich hoffe, dass es kein Problem gibt. Ich hoffe, dass wir alle in Helios Cuxhaven von Doc Haro ein Autogramm bekommen. Und ich hoffe, dass das alles sehr, sehr gut verläuft und dass wir Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Bis dann. Tschüss.